und in eine Battle gegen uns drei bist du Kackspaß, tot und fallen. Ich seid dir ein Kreuz und du Bastard bricht zusammen. Hundzwecke Parts und schlechte Bars. Du nennst dich an Jesus, weil du nur jung sterben kannst. Wurdest verarscht, mit Stein beworfen und verraten. Und darfst mit dir heute ein schweres Kreuz rumtragen. Bist gekreuzigt, ich geb dir den klaren Stoß, Digi. Denn ich nenn unsere Runde einfach die Passion Christi. Battle und wir bringen diesen Spaß jetzt zur Strecke. Wir gewinnen, ich muss nur vor dir ein fucking Kreuz umdrehen. Jetzt ohne Dreck. Du bist totes Wack, doch dein Pech, wir droppen jetzt das größte Brett. Was bist denn du für ein behinderter Bruder? Du bist nicht Jesus, du bist ein verschissener Judas. Nach dieser Runde bleibt dir nur der Kopfschuss, Mann. Fang doch lieber wieder einmal von Null an. Du fucking hab schon dasselbe Griff und Standard. Ich mach dir den Kopf. Als erschüttern, ja, wir lassen dich hier leiden, so wie all deine Jünger. Zuerst sollten wir dich, so wie Bartholomäus. Danach wirst du gekreuzigt, nur auf dem Kopf stehen, Simon Petrus. So beigeschlagen wie Thaddäus, zersägt wie Kananeus. Mit deinem Schwert verwundet wie Matthäus. Am Ende bringst du dich selbst um, so wie Judas Iskariot. Und nach dem Suizid geht von dir Loser die Party los. Bibel-like, es wird die Spreu vom Weizen getrennt. Doch kommen wir mal zu deiner Insta-Seite, du Kelp. Schaut mal gleiches Bild, beides öffentlich. Ich geb deiner beschissenen Freundin Lena den bösen Fick. Die ist deutsche Reiterin, hat sie von mir gelernt. Die Alte ist die Stute und ich bin das wilde Pferd. Ich bin ein Hengst und du nur ein krankes Ochsvieh. Du dann aber hinter der Bastard bist nicht Jesus, sondern Jan Wysowski. Bist ein Null wie die erste Jahreszahl von deiner Geburt. Hattest das letzte Abend mal, jetzt heißt es Endspurt. Gott macht alles und du liegst nach einer Party 3 Tage tot. Was ist mit dir los? Bist du dein Bruder? Lil Nito, ey, super stupid, posiert damit alt und knarre, Mann. Echt schade, dass er das da kam. Machst doch richtig religiös und willst was vom Timen reden. Aber ein wie fickst du Kinder und lässt die deine Palme wedeln. Du nimmst dein böses Ende, Offenbarung des Johannes, der Grund für dein Sterben, Todesstrafe für dein Handeln. Denn du unmenschlichst, postest deinen Toten Bro auf Insta. Wir kicken Evangelien, tun nur die Hilfsbotschaft. Du hast Atemnot, wir sind gerade los und richtig boshaft und beenden den doofen Thomas Schadat. An den Tod gerassen, Bro. Ach so, der ist ja tot. Haha, hast du verdient, du Nuttensohn.